Sehr geehrter Herr Präsident, werte Abgeordnete, liebe Brandenburger. Haushaltsdebatten sind für die Opposition eine willkommene Gelegenheit, Bilanz über den Erfolg oder Misserfolg der Landesregierung zu ziehen. Blicken wir auf das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport und den vorliegenden Einzelplan 05, so steht fest, die Bilanz der Bildungs-, Jugend- und Sportministerin Britta Ernst ist verheerend. Frau Ernst hat das Schul- und Bildungssystem in Brandenburg mit ihrer Corona-Politik sturmreif geschossen. Sie hat die Kinder und Jugendlichen mit ihrer haarsträubenden Politik malträtiert und ihnen die Bildungs- und Zukunftschancen geraubt. Sie hat die Familien zermürbt, die Erzieher und Lehrer an den Rand des Wahnsinns getrieben und alle Beteiligten tief gespalten. Kurzum, sie hat die bildungspolitische Trümmerwüste hinterlassen, die beispiellos ist. Inkompetenz, Rücksichtslosigkeit, Rechthaberei und Verantwortungsflucht, das waren und das sind noch immer die Merkmale der Bildungspolitik im Land Brandenburg. Und nun kommt es allerdings darauf an, diese gigantischen Schäden zu bewältigen. Schadensbegrenzung und Schadensbehebung. Das ist der Anspruch, an dem sich der Einzelplan des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport messen lassen muss. Und man kann jetzt schon sagen, an diesem Anspruch wird Frau Ernst krachend scheitern. Dabei sind die Kennzahlen auf den ersten Blick ja ganz eindrucksvoll. Gesamtausgaben von rund 2,6 Milliarden Euro sieht das MBJS vor. Davon allein rund 620 Millionen für die Kindertagesbetreuung und weitere 68,7 Millionen für das Aktionsprogramm Aufholen nach Corona. Schön und gut, was nützen all diese imposanten Zahlen, wenn die damit verbundenen Ziele trotzdem verfehlt werden? Und diese Ziele können bei dem jetzigen Zustand, den ich gerade geschildert habe, doch nur sein. Familien bei der Kindertagesbetreuung finanziell zu entlasten, die Leistungsfähigkeit und Robustheit des Bildungssystems wiederherzustellen, die Lernrückstände wieder aufzuholen und die wachsende Zahl von Kindern und Jugendlichen mit psychischen Problemen bedingungslos zu unterstützen. Wie sieht es nun bei der Kindertagesbetreuung aus? Gerade für Familien waren die letzten zwei Jahre eine unglaubliche Belastung, psychisch wie finanziell. Doch statt die Familien zu entlasten, was man von einer verantwortungsvollen Regierung doch wohl erwarten darf, setzen sie ausgerechnet hier den dicken Rotstift an und streichen die für das kommende Jahr angekündigte zweite Stufe der Elternbeitragsfreiheit. Das ist ein offensichtlicher Wortbruch. Sie hatten nämlich etwas anderes angekündigt. Sie behaupten, das Diktat der leeren Kassen hätte eine Verschiebung dieses Projekts alternativlos gemacht. Ich sage Ihnen, das glaubt Ihnen kein Mensch. Es fehlte nicht am Geld, sondern am politischen Willen. Einzelplanübergreifend hätte es genug Einsparpotenzial gegeben, um die Elternbeitragsfreiheit für die 4- bis 5-Jährigen pünktlich zum 1. August 2022 auf die Schiene zu setzen. Wir hatten dafür einen Änderungsantrag eingereicht, der aber von SPD, CDU und Grünen abgeschmettert wurde. Das, meine Damen und Herren, werden Ihnen die Familien im Land nicht vergessen. Dann zum zweiten Punkt, dem Aktionsprogramm Aufholen nach Corona. Das Aufholen von Lernrückständen und die Beseitigung der psychosozialen Folgen ihrer Corona-Maßnahmen muss absolute Priorität haben. Die Bildungs- und Zukunftschancen von zigtausend Kindern und Jugendlichen in diesem Land stehen und fallen mit dem Erfolg dieses Programms. Aber in der jetzigen Konstruktion ist das Programm angesichts der Herausforderungen bestenfalls ein kleines Pflaster, das kurzfristige Linderung verschafft. Aber die tiefen Wunden, die Ihre Corona-Politik geschlagen hat, können damit nicht geheilt werden, weil die Probleme ganz einfach zu groß sind und weil Sie die Folgen Ihres Handels immer noch kleinreden. Kinder und Jugendliche haben altersübergreifend dramatische Wissens- und Könnenslücken, die selbst im internationalen Vergleich erschreckend sind. Mindestens 25% der Kinder sind dauerhaft förderbedürftig. Kinderärzte berichten von psychiatrischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen in einer Dimension, die sprachlos macht. Kinderarmut und Bildungsungerechtigkeit nehmen rasant zu. Lehrer sind zunehmend erschöpft und haben einfach nicht mehr die Kraft, sich für die Kinder so einzusetzen, wie sie es gerne täten. Auch deshalb, weil das Bildungsministerium diesen Menschen ständig Knüppel zwischen die Beine wirft. Meine Damen und Herren, die Alarmsignale sind mittlerweile unüberhörbar. Die Bildungskatastrophe, vor der wir im Jahr 2020 gewarnt hatten, droht uns nicht nur, sondern sie ist längst da.
Und hier bedarf es einer Strategie, eines wirklichen Masterplans. Und den haben Sie nicht. Und darüber können auch nicht Ihre 68,7 Millionen Euro hinwegtäuschen. Denn die multiprofessionellen Teams, die an den Schulen unterstützen sollten, unzählige Male von Frau Ernst und den Koalitionsfraktionen angekündigt, werden nicht kommen. Die zusätzlichen Lernangebote für förderbedürftige Schüler finden am Ende eines langen Schultages außerhalb der Schule statt und verfehlen damit ihren Zweck. Und die Ferienprogramme freier Träger, die dienen vor allem der Betreuung der Kinder, leisten aber kaum einen Beitrag zum Schließen der Lernlücken. Ihr Aufholprogramm ist keine starke Antwort auf die Herausforderung, bestenfalls ein Flüstern. Und ohne die finanzielle Hilfe des Bundes hätten Sie nicht einmal diese Maßnahme auf den Weg gebracht. Meine Damen und Herren, der Niedergang der Bildung im Land Brandenburg ist mit Händen zu greifen. Aber mit diesem Einzelplan bekämpfen Sie ihn nicht, Sie bremsen ihn nicht einmal, sondern verwalten ihn nur. Die AfD-Fraktion hat seit anderthalb Jahren in dutzenden Anträgen Vorschläge unterbreitet, wie Schüler, Eltern und Lehrer gestärkt aus der Krise herausgehen können. Wir haben zuletzt einen Gegenentwurf zum Aufholprogramm vorgelegt und in 21 Änderungsanträgen zum Bildungshaushalt ausformuliert. Und deshalb wiederhole ich nochmal unsere Kernforderung. Übernehmen Sie die Mitgliedsbeiträge in Vereinen des Kinder- und Jugendsports für ein Jahr. Das würde einen Beitrag leisten, um Familien finanziell zu entlasten. Und es wäre nach dem monatelang verordneten Bewegungsmangel gerade für die Kinder wichtig und würde dem gesellschaftlichen Zusammenhalt dienen. Auch diesen Vorschlag von uns haben Sie abgelehnt, obwohl der Landessportbund für dasselbe Ziel geworben hatte. Angesichts der psychosozialen Folgen bei Kindern und Jugendlichen fordern wir Sie außerdem nochmals auf. Stärken Sie endlich den schulpsychologischen Beratungsdienst. In Brandenburg kommt immer noch ein Schulpsychologe auf 10.000 Schüler. Das ist fahrlässig. Wenn mittlerweile mindestens ein Drittel der Kinder und Jugendlichen unter Depressionen leiden und sich mit Suizidgedanken quält, dann ist hier professionelle Unterstützung dringend notwendig. Mit derzeit 30 Schulpsychologen kann diese Aufgabe nicht gemeistert werden. Es ist schlicht unmöglich. Dass sich niemand in der Koalition dafür interessiert, zeigt, dass sie nicht verstanden haben. Und deshalb, wir brauchen doppelt so viele Schulpsychologen, damit nicht nur den Kindern, sondern auch den Familien und Lehrern geholfen werden kann. Und drittens sagen wir, Motivation und Gesundheit unserer Lehrer sind die Grundlage, damit schulische Bildung überhaupt gelingen kann. Wir wissen, dass die Arbeitsbelastung bei Lehrern viel zu hoch ist. Wir wissen auch, dass unsere Lehrer nur ein Drittel ihrer Arbeitszeit für ihre eigentlichen Kernaufgaben, nämlich die Arbeit mit und am Kind, verwenden. Der Rest wird damit verbracht, sich durch den zunehmenden Bürokratiedschungel zu schlagen, der maßgeblich auf die Verordnungsflut des Bildungsministeriums zurückzuführen ist. Aber Lehrer sollen Lehrer sein und keine Sachbearbeiter. Stellen wir also zunächst 180 Schulverwaltungsfachkräfte ein, die die Lehrer von bürokratischer Mehrarbeit entbinden. Eine Forderung übrigens, die vor kurzem auch im Positionspapier der Schulleiterverbände erhoben wurde und für deren Umsetzung wir uns seit 2 Jahren einsetzen. Sie sehen, eine Forderung ist nicht automatisch falsch, nur weil sie von der AfD kommt. Meine Damen und Herren, für diese endlose Palette an hausgemachten Problemen im Bildungsbereich brauchen wir endlich Lösungen. Die AfD hat diese Lösung auf den Tisch gelegt. Ausfinanziert, ausformuliert, sachorientiert und ohne ideologischen Klimbim. Die Instrumente, mit denen wir die Probleme stemmen könnten, liegen allesamt auf dem Tisch. Wenn Sie diese Lösung nur deshalb ablehnen, weil Sie von der Opposition kommen, dann sind das kleinkarierte parteitaktische Spielchen. Aber für diese Spielchen haben die Kinder, die Eltern und die Lehrer einfach keine Zeit mehr. Dafür ist die Lage einfach zu ernst. Und weil wir nicht sehen, dass der Einzelplan in dieser Situation helfen wird, lehnen wir diesen Haushalt aus vollster Überzeugung ab. Ich danke Ihnen. Abonnieren Sie unseren Kanal. Und falls unser Kanal mal gelöscht oder gesperrt wird, alle Beiträge finden Sie auch auf Telegram. Die Links sind unten in der Videobeschreibung.